Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims Mittelalter. Und ja, Sarah ist jetzt hier ausgeschlafen, hat noch was gegessen und ja, ich habe sie mal auf den Thron gesetzt, weil sie hier noch vielleicht Bittgesuche anhören sollte. Eines hat sie auch schon gemacht und irgendwie kommt halt keiner. Ich meine, es ist auch mitten in der Nacht, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wir haben da hier irgendwie momentan auch echt Mist gebaut und das echt nicht geschafft. Magst du nicht noch Bittgesuche? Nö, ich muss nämlich warten, ne? Ich muss hier warten, das ist doch doof. Ratgeber herbeirufen. Die schläft da vorne, habe ich schon gesehen. Nö, ach komm. Dann gehen wir einfach zum Schauplatz und weil wir sind nämlich noch in der Quest. Ach so, Moment. Die Hexe ist wieder da. Und da. Was muss ich momentan? Muss ich jetzt zum Stadtplatz gehen? Ja, ich muss mich auf dem Stadtplatz mit dem Eindringling treffen und dem ein Ende zubereiten. Also, wir haben uns ja verliebt in eine Hexe. Wir haben einen Techtelmechtel gehabt mit der Hexe. Ja, ich weiß, ich habe mich vor der Verantwortung gedrückt. Das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Und mir geht es jetzt leider auch ein bisschen. Moment! Dank Celeste weiß ich, wie dieser Schurke kämpfen wird. Das ist meine Chance, ihn zu schlagen. Zu einem Duell herausfordern. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wie ich das mache. Moment. Zu Duell herausfordern. Was ist denn das letzte Duell? Oh, kann nicht zu einem Duell bis zum Ableben. Das wäre ein letztes Duell. Sparen! Ich kann hier sparen! Ich hab. Oh, gegen ihn könnte ich sparen. Das ist hier zu finden. Kann ich das. Aber ich kann das nicht bei jedem. Verdammt! Das ist dieses, was ich gesucht habe bei der Quest. Duell! Oh, sie ist auch da. Und er nimmt an, wahrscheinlich, oder so. So. Ich habe keine Ahnung. Kämpfe normal nur unter Anwendung einfacher Kampfmittel. Das war schon? Nö. Wirklich bemerkenswert. Wütender Angriff, erholsamer Tanz, gestählte Abwehr. Och, die macht das doch ganz gut. Kämpfe in lockerer Haltung, um Ausdauer zu sparen. Oder das wäre, du schießt die Vorsicht in den Wind, greifst häufiger an, bist dafür aber anfälliger für die Angriffe deines Gegners. Die macht das so ganz gut. Und hier hinten die Hexe Celeste, die jubelt. Und jetzt gleich haben wir's. Ups. Steh wieder auf. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Schwertkampf, ja. Einschlag. Oh. Komm schon, nochmal. Ja. So, die Gesundheit hier oben, die ist weg. Yay. Geschafft. Er ist besiegt. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Ja, was soll ich machen? Mit Hexe Celeste über sein Schicksal unterhalten. Na, dann gucken wir mal, was sie da so behauptet oder sagt. Unglaublich. Bei allem, was diese unglaubliche Frau erlebt hat, hat sie mich um Gnade gebeten. Sie glaubt, dass der Mann jetzt, wo ich ihn besiegt habe, nicht mehr zurückkommt. Ob das wohl stimmt? Wie soll Gräfin Sarah die Große mit eifersüchtiger Hexer Boniface oder Boniface, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, verfahren? Ich muss meine Liebe in Sicherheit bringen. Der Eindringling lebt nicht mehr lange. Oder ich werde Gnade walten lassen. Er wird verbrannt. Wir machen ihn zu dem Monster. Komm schon. Es tut mir leid, Celeste. Dein Anstand berührt mein Herz. Aber dieser Mann darf nicht weiterleben. Er ist zu unserem Wohl und zum Wohl von Zagi. Es ist zum Wohle von. So. In die Grube schicken. Das hatte ich doch irgendwo. Zur Grube schicken. Ist das zur Grube schicken? In die. Guck mal, zum letzten Duell herausfordern. Das könnte ich jetzt sogar. Geld bedrohen, an den Pranger stellen. Was macht sie denn jetzt? Sie hext hier auch rum, ja. Ich weiß noch nicht so genau. So, komm. Zur Grube schicken. Ob das so gut ist? Was? Warum will er nicht?
Er steht nicht auf. Er steht nicht auf. Na also, jetzt komm. Zur Grube schicken. Boniface hört Sarah zu. Nein! Er bettelt jetzt um Gnade, oder? Der Schutzmann ist unterwegs, um Boniface festzunehmen. Meine geliebte Celeste ist endlich in Sicherheit. Vielleicht sollte ich ihr einen Ring schenken. Mann, warte doch mal. Romantisch. Warte. So, ja. Jo. Wohin geht sie denn, um Himmels Willen? Was ist das eigentlich? Leichter Kratzer habe ich abbekommen. Okay. Hexe Celeste heiraten? Verdammt. Ich hab das. Mann. Das war jetzt so eigentlich wie gar nicht geplant, ja? Mann. Gunst erweisen. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Nach Wohlbefinden, nach Religion, plaudern, kämpfen, nein. Lustig, nein. Merkmal. Das sind wirklich nur Merkmale. Monarch. Warum geht das nicht? Müssen sich an gültigen Orten befinden, um diese. Ach so, okay. Das geht nicht überall anscheinend. Ich kann das aber auch gerade irgendwie gar nicht. Ewige Treue. So, vielleicht. Was ist denn das? Warum ist das grün? Ach, das sind Egel. Okay. Meine Güte. So, jetzt muss ich doch tatsächlich. Ich muss sie heiraten. Ich glaub's nicht. Aber das sagt mir die Quest. Ich muss die Hexe heiraten. Abschiedskuss geben. Nee, was? Hexe Celeste heiraten. Oh Mann. Na dann, ja. Dann muss ich sie wohl irgendwie mal irgendwo heiraten, ne? Aber wo oder wie? Romantisch umarmen. Ewige Treue, was können wir denn nochmal? Süße Nichtigkeiten flüstern. Nee, dann macht mal. Leidenschaftlich küssen. Ich glaube, ich gehe mal zurück zum Thronsaal. Vielleicht ist da oben irgendwo die Möglichkeit. Sie kommt auch schon mit. Das ist sehr schön. Ach Gott, jetzt wirklich? Ich muss sie heiraten. Oh, guck mal, sie hext hier rum. Was? Aufwecken? Schläft sie? Irgendwie, keine Ahnung. Hof halten. Wie kann ich denn um Himmels Willen heiraten? Aufwecken. Hallo. Hat sie jetzt dunkle Augen bekommen? Die hatte doch vorhin rote Augen. Was macht sie da? Ich weiß es nicht. Die hat mich doch wirklich verhext, oder? Die hat mich doch mit Sicherheit verhext. Was machst du denn jetzt hier? Tun oder nicht tun lesen? Oh, okay. Dann lese es mal weiter. Ich wollte Jared heiraten. Oh Mann. Um diese Quest zu beenden, muss ich die Hexe Celeste heiraten. Blöd. So. Naja, gut. Was man tut man denn nicht alles für Punkte? Irgendwie die schläft, aber ich komme gerade nicht an sie ran. Ich kann sie nicht aufwecken. Gut, okay. Machen wir es mal anders. Du kannst dich noch ein bisschen ausschlafen hier oben. Wer ist denn das? Ach, das ist Jared, glaube ich. Und danach könnte ich vielleicht noch, ja, was zu essen von ihm verlangen hier, von meinem Butler nach Essen rufen. Das ist, ja, du kannst. Okay. Dann schlafe ich erstmal aus mit ihr. Jared und Ravenna, die prügeln sich ständig. Mann, das ist doch sowas von doof. Und mein Sohnemann, der spielt hier gerade. So, gleich 9 Uhr, da bekomme ich meine neuen Tagesaufgaben. Da sind sie schon, Vertrag über herrschenden Frieden aufsetzen und einen Edikt erlassen. Na, schon wieder. Okay. So, dann ist noch mal eine Runde. Und dann gucken wir mal. Ja, ich bringe gleich was zu essen. Das ist sehr schön. Einmal reicht mir. Was ist das?
Schüssel. Und haust halt zum Essen rufen. Warum nicht? Ah, nee, sie isst ja schon gerade. Was? Ich kann das Essen momentan nicht beschaffen. Du hast doch hier schon... Jo, das reicht mir doch. Kann ich das auch in mein Inventar machen? Nee, geht nicht. Ach so, ich habe doch irgendwie zum Essen rufen gemacht. Jetzt holen sie sich alle das. Was habe ich denn eigentlich? Es ist ja schon blöd. Oh, jetzt ist leer. Weil ich gar nicht sehe, was das eigentlich war. So. Jetzt ist sie wach. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier aber heiraten kann. Wo ist sie denn jetzt? Wo bist du denn? Celeste. Kann ich sie nicht herbeirufen? Ach, guck da. Herbeirufen. Das ist sonst doch blöd, wenn du hier... Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich jetzt heirate, muss ich dann vielleicht in zu einer Abtei oder so? Sollten wir da vielleicht mal hingehen? Oder ist meine Beziehung noch nicht groß genug? Warte, ich muss mal gucken. Romantisches Interesse. Okay, vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr um sie werben und so. Dann, ich hoffe mal, sie kommt jetzt. Süße Nichtigkeiten und Gunst erweisen und küssen und leidenschaftlich küssen und ewige Treue und so weiter. Das ist ja schon doof, oder? So, in die Arme springen. Nein, dann machen wir noch lieber ein Ständchen. Eigentlich habe ich ja gesagt, dass sie herkommen soll. Ach Mann. Jetzt muss ich wieder... So, da ist sie aber auch schon. Und mir geht's nicht so gut. Verdammt. Okay. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich dann noch den Vertrag über herrschenden Frieden aufsetze, wenn ich das demnächst dann gleich und bald machen werde. So, was heißt denn immer Abschiedskuss machen? Leidenschaftlich küssen. Dann machen wir nochmal ein Ständchen. Kennenlernen. Nach Religion hatten wir sie, glaube ich, noch nicht gefragt. Weil das würde mich jetzt schon auch mal ein bisschen interessieren. Ja, los. Oh, ich hätte vielleicht da oben lesen sollen, oder wo? Ich kann sie nicht nochmal nach Prügelei. Nicht. Nein, necken könnte ich auch. Nach musikalischen, nach Wohlbefinden. Vielleicht nochmal kennenlernen. Ach, da war es jetzt wieder. Nach Religion fragen. So, noch ein bisschen vor. Celeste ist grausam. Na, dann passen wir ja zusammen. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich weiß immer noch nicht, oder weiß ich das? Warte, wo ist sie denn? Wo ist sie denn hin? Wo ist sie denn in meiner Bekanntenliste da vorne jetzt? Na, lass sie doch mal hier. Sie ist agnostisch, das weiß ich doch schon längst. Okay, ich glaube eigentlich nicht, also ich denke mal nicht, dass die Abtei alleine mir was irgendwie helfen könnte. Aber trotzdem möchte ich einfach mal kurz hierher kommen, um mich einfach mal umzusehen. Um zu schauen, ob da vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt. Interaktion. Ach Gott, wie süß. Predigt vorgesehen um 8 Uhr. Also wenn wir um 8 hier sind, dann können wir die Predigt anhören. Das ist ja echt goldig. Okay. Können wir denn mit dir quatschen? Religion. Dem petrischen Glauben abschwören. Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. In irgendwas müssen wir glauben, ne? Plaudern. Wen habe ich jetzt angesprochen? Ihn da. Ordensbruder Simfried. Ach, wie süß. Simfried. Oh mein Gott. Du bist ja süß. Hier, die Wut rauslassen. Darf ich das mal kurz bei dir? Es tut mir leid, aber ich muss. Verdammt. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier heiraten kann. Ihre Schönheit loben. Nochmal küssen. Ihre Tugenden loben. Simfried ist gut. Na, das ist doch schön für ihn. Anmachen.
Das, warte mal, wir könnten noch mal vielleicht Freundschaft ehren. Das heißt auch neu. Dramatische Geschichte. Ach, und einem vielleicht ein Lied singen. Ich glaube wirklich, dass wir so ein bisschen mit ihr hier noch mal ein bisschen, ja, mehr romantisch und so mehr Aktionen machen müssen. Och nee, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Jetzt echt? Du bist bei der begabten Alexa. Naja, irgendwie passen sie ja dann zusammen, ne? So, jetzt muss ich immer noch gucken. Vielleicht kann ich ja irgendwann. Guck mal, kennenlernen. Eins haben wir noch. Guck mal, das ist ein kleines Monster hier. Ja. Oh Gott, ich muss auch noch meinen Friedensvertrag hier machen. Und mein Diener, der tut mich doch auch verfolgen, oder? Oh Gott, ich muss den unbedingt machen. Ich muss nach Hause. Es tut mir echt leid. Ich will aber nicht schon wieder meinen Aufgaben nicht nachgehen können, müssen dürfen. Verdammt. Moment, wo mache ich denn das? Hä? Verdammt. Warum ist das niedrig? Och, das ist doch doof jetzt. Komm schon. Schneller. Nein, nein, nein. Die Worte klingen erzwungen und viel zu aggressiv. Der Vertrag muss später neu geschrieben werden. Nein. Ich muss nochmal ein Edikt erlassen. Okay. Warte mal. Nee. Beobachten, politische Beziehungen betrachten, wie auch immer. Oh Mann, jetzt schaffe ich das doch wieder nicht. Das glaube ich doch nicht. Sie macht immer noch ein. Ja. Was haben wir denn jetzt? Steuern von Handwerkern, damit Händler und Kaufleute größere Gewinne machen? Oder Zollnachlass auf nach Saki importierte? Wie machen wir einen Zollnachlass? Gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Wir haben es noch geschafft. Ich überprüfe mal wieder. Was wäre jetzt so am besten? Hier, die Krone unterstützen die Familie alle bei Arbeit. Hä? Das haben wir doch vorhin schon gehabt. Achso, Moment. Ansehen. Zur Abstimmung auf Anrufen da. So, das mache ich noch. Und Zollnachlass, oder dann nehme ich wieder das hier und dann sind wir zu dritt und dann müsste eigentlich, ich muss doch nirgendwo klicken, oder? Nö. So. Und wo ist mein Butler, dass ich dann zu ihm sagen könnte, so, jetzt hätte ich gerne was zu essen. Zu übernachten einladen. Okay, das kann ich anscheinend nicht tun. Ich möchte aber gerne nochmal sie kurz anmachen und nochmal romantisch küssen. Und jetzt hätte ich gerne einen Abschiedskuss, aber jetzt ist er nicht mehr da. Freundschaftlich kennenlernen. Oh, aber jetzt, das dritte kenne ich noch nicht. Oh Gott, guck mal. Er ist total unglücklich da hinten, mein Sohn. Ja, er mag sie nicht. Oder ja, er ist auch unglücklich. Verdammt. Klar, natürlich, ne? Das war eigentlich mein Auserkorener. So romantisch umarmen. Und dann mache ich mir mal selbst was zu essen, da mein Diener jetzt nicht da ist. Oh, und säubern könnten wir es auch nochmal. Okay. Was machen wir denn heute? Forellensuppe zum zweiten Mal? Oder so? So, hungrig. Ja, ich weiß. Und ich sage jetzt wieder einen Tschüss und Goodbye. Ich lasse jetzt mal wieder essen. Was? Schmiedemeister Peter von Wergeslow und Gräfin Sarah sind nicht mehr befreundet. Okay. Ja, ich lasse jetzt essen, wobei sie ist schon fertig und dann nochmal schlafen. Und ich sag wieder Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Und ja, ciao. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.